In diesem Video geht es um die Grundlagen, wie man schnell lernt. Beispielsweise neue technische Infrastrukturen, Änderungen in Programmiersprachen auf der technischen Seite, aber auch auf der fachlichen Seite. Welche Bedürfnisse haben die Benutzer des Kunden? Welche Anforderungen gibt es? Welche Geschäftsprozesse gibt es beim Kunden? Wie sind die fachlichen Rahmenbedingungen? All das muss man im Laufe des Projektes lernen und man muss es abgesichert tun. Stell dir vor, du hast deine erste Fahrstunde. Es sitzt ein Fahrlehrer neben dir, du hast das Lenkrad von dem Fahrschulwagen in der Hand und fängst jetzt an zu fahren. Schlüssel wird umgedreht oder der Startknopf wird gedrückt und jetzt geht's los. Du lernst relativ schnell Autofahren, dadurch, dass das Auto dir unmittelbar Feedback gibt. Du nimmst das Lenkrad in die Hand und wenn du das Lenkrad nach links drehst, dann fährt das Auto nach links. Wenn du das Lenkrad nach rechts drehst, fährt das Auto nach rechts. Wenn du die Bremse trittst, wird das Auto langsamer. Wenn du das Gaspedal trittst, wird das Auto schneller. Und das unmittelbar. Je unmittelbarer und schneller das Feedback geht, desto schneller kann man lernen. Gegenbeispiel. Wir nehmen mal ein Containerschiff. Wir sind auf der Brücke des Containerschiffs, vielleicht kurz vor Helgoland und überlegen uns, wollen wir nach Wilhelmshaven fahren oder doch in den Hamburger Hafen. Und jetzt ist die Frage, wie kann ich da lernen, wie man das Ding lenkt? Nehmen wir mal an, da ist jetzt so ein großes Steuerrad zur Verfügung und wenn ich jetzt anfange, an dem Steuerrad rumzudrehen, was meint ihr, was da passiert? Wahrscheinlich erstmal nichts. Warum? Das Containerschiff hat eine große träge Masse, die hat man in eine Richtung beschleunigt und wenn man jetzt diese Masse in eine andere Richtung ändern will, dann dauert das eine gewisse Weile. Das heißt, das Feedback auf meinen Steuerbefehl an dem Steuerrad des Containerschiffes wird viel, viel, viel später erfolgen als bei meinem Auto. Das heißt, wenn ich da lernen will, wie man Containerschiff steuert, habe ich weitaus mehr Probleme, das zu machen. Eben wegen dieser verzögerten Feedbackschleife. Also halten wir mal fest, schnelles und effizientes Lernen geht eigentlich nur dann, wenn man schnelles Feedback kriegt. Große Preisfrage, wie mache ich das jetzt? Also wie verschaffe ich mir denn schnelles Feedback? Ein Bild stammt, ich habe das so ein bisschen übernommen vom Kent Beck aus dem Extreme Programming, ist in der Softwareentwicklung kann man sehr effizient und sehr schnell für schnelles Feedback sorgen. Und dazu tragen moderne Entwicklungsumgebungen bei. Also das ist einer der Gründe, warum ich ein IntelliJ oder ein Visual Code nehme und eben nicht ein VI zum Programmieren. Warum? Wenn ich einen Quelltext eintippe in dieses Ding, ist hier auf der Folie dargestellt, ich tippe einen Quelltext ein, dann kriege ich von dem inkrementellen Compiler aus der Entwicklungsumgebung sofort Feedback. Ich zeige das mal ganz kurz. So, ich habe jetzt hier mal so eine Main-Klasse generiert und jetzt fange ich mal an in der Main-Klasse. Das ist ein IntelliJ, die Programmiersprache ist Java, aber das tut jetzt nichts zur Sache. Und wenn ich jetzt anfange, da rumzutippen, dann kriege ich unmittelbares Feedback von meiner Entwicklungsumgebung. Ich mache das jetzt mal. Ich muss hier mal kurz auf den Monitor gucken. Ich sage jetzt hier mal int. Dann sagt er hier schon, okay, ihm fehlt irgendwas. Er sagt Identifier inspected da unten. Das heißt, also ich kriege jetzt hier schon alleine nach dem Tippen von vier Buchstaben Feedback, was ich machen soll. Jetzt nicht das Ding mal i, ist gleich 7. Und dann scheint das korrekt zu sein. Es gibt ja mehr kein Feedback mehr. Wenn ich jetzt hier sage int j gleich Gerd. Das ist also für alle Leute, die Java programmieren können, das ist natürlich ein Syntaxfehler, weil j ist eine Integer-Variable, während Gerd ein String ist. Und das heißt, wenn man, jetzt kriege ich hier auch wieder unmittelbar Feedback. Er sagt mir, wrap integer with parse int oder ich soll den Variablentyp ändern. Das heißt, wenn ich jetzt hier lernen will, wie man Java programmiert, sollte ich mich tunlichst vor eine Java-Entwicklungsumgebung setzen, also IntelliJ oder Eclipse oder eine andere Umgebung, Visual Code von mir aus. Und ab dem ersten Tag, wo ich dann anfange, da zu tippen, weil mir die Entwicklungsumgebung hilft, schnell zu lernen, weil der mir alle Sachen, die ich falsch mache, unterringelt. Das heißt, also ich habe jetzt innerhalb von Millisekunden Feedback und lerne dadurch sehr schnell eine Programmiersprache.
Es gibt in der Entwicklungsumgebung, das demonstriere ich jetzt nicht, um das Video kurz zu halten, natürlich jede Menge weitere Feedbackschleifen. Ich kann mir einen erfahrenen Kollegen oder eine Kollegin holen, die neben mir sitzt und gerade in den ersten Tagen mir zeigt, wie ich ins Projekt reinkomme. Das heißt, man könnte damit Pair-Programming anfangen. Wichtiger Punkt ist, ihr habt die Tastatur, nicht der Kollege oder die Kollegin. Also das heißt, der Kollege darf was sagen, aber ihr tippt, weil sonst nimmt er sich noch die Tastatur. Und dann guckt ihr zu und dann lernt ihr wieder nichts. Also es ist wichtig, dass ihr dieses Haptische in den Händen habt und tippt. Denn ihr müsst ja später wissen, wo welcher Knopf ist und was man eintippt. Oder ihr baut Unit-Tests. Das ist natürlich, wenn man Java oder eine andere Sprache programmiert, so ein erstes Mittel, um die Funktionsweise der Software abzusichern. Man kann sich jetzt darüber streiten, ob man den Test zuerst schreibt oder den Code zuerst schreibt. Die Diskussion spare ich mir jetzt. Vielleicht baue ich noch Akzeptanztests und irgendwann liefere ich es an den Kunden aus. Zum Liefern an den Kunden gibt es eine weitere Feedbackschleife. Marktführer beim Produktmanagement auf agile Art und Weise ist Scrum. Also das machen gerade die meisten. Und in Scrum sind einige Feedbackschleifen eingebaut. Ich möchte jetzt nur mal als Beispiel eine bringen. Typischerweise eine Produktentwicklung unterteilt in Sprints gleicher Länge. Also ihr entwickelt eine Woche oder bis zu 4 Wochen im Team eine Software. Und am Ende dieser Entwicklungszeit, das ist jetzt hier auf der Grafik hier dargestellt, ich fahre mal mit der Maus drumherum, habe ich ein Sprint-Review-Meeting. Und in diesem Sprint-Review-Meeting zeige ich die bis dahin fertig gewordene Software meinem Kunden und hole mir dazu Feedback ein. Das heißt, der Kunde hat vielleicht noch weitere andere Stakeholder eingeladen und der Kunde wird ja da repräsentiert durch den Product Owner. Das heißt, ihr kriegt von den Leuten letzten Endes, die euch bezahlen, Feedback dazu, habt ihr richtig die Requirements richtig verstanden und baut ihr das Produkt richtig, also gefällt es den Leuten, die das Geld bezahlen oder die es nachher benutzen sollen. Zweite Feedbackschleife seht ihr unten drunter. Da ist eine Retrospektive. Da überlegt ihr als Team, habt ihr effizient gearbeitet. Also ihr setzt euch zusammen für 1, 2, 3 Stunden, je nach Sprintlänge, und reflektiert nochmal den vergangenen Sprint und überlegt euch da, was hat gut funktioniert, das wollen wir beibehalten, was hat uns aufgehalten, das sollten wir vielleicht abstellen, und ihr trefft da Entscheidungen. Also auch da wieder eine Feedbackschleife zu eurer eigenen Teamproduktivität. Also auch in Scrum als wichtiger Faktor gibt es mehrere fest eingebaute Feedbackschleifen, die euch relativ schnell zu verschiedenen Themen Feedback geben. Also auch da lernt ihr sehr schnell und könnt euch dann anpassen. Halten wir also fest, zum schnellen Lernen sind schnelle Feedbackschleifen erforderlich. Wir werden es in den folgenden Videos zu weiteren Soft Skills, beispielsweise zur Workshop-Organisation oder zum Organisieren von Meetings oder zum Halten von Präsentationen, immer wieder gucken, wie kriegen wir das Ganze so hin, dass wir schnell lernen, und wir lernen nur dann schnell, wenn wir für Feedback sorgen. Also als Beispiel, nach einem Workshop befragt ihr die Teilnehmer, wie es ihnen gefallen hat. Dann habt ihr eine Komponente eines Feedbacks. Oder ihr macht einen Workshop, nehmt euch ein paar Ziele vor und guckt nach dem Workshop, habt ihr die Ziele erreicht. Ist auch ein Feedback, und zwar zum Ergebnis. Und also Sachen werden wir einbauen, damit wir schnell lernen und uns die Soft Skills verschaffen, die zum Bau von Software auch essentiell sind. Also Software Engineering ist weit mehr als Coden oder UML-Kastendiagramme malen. In diesem Sinne freue ich mich auf hoffentlich möglichst viele Zuseher. Bis zum nächsten Video.